schlimmsten und wichtigsten Arschlöcher erstmal die Nazis. Darunter zählt auch für mich Pegida, Ligida und wie die alle heißen, oder Lakida. Also, ja. Die nehmen sich ja auch unter was raus. Hallo, ich kann doch nicht versuchen, die Welt zu ordnen quasi. Oder meinen, meine Meinung in die Welt zu tragen, indem dass ich selber zu Waffen greife oder selber Asylantenheime oder Asylheime anbrennen, Asylanten auf der Straße zusammenschlag. Ja, wo sind wir denn? Wie soll das glaubwürdig klingen? Also da ist für mich gar nichts glaubwürdig. Im Gegenteil. Ich lache die aus und denke mir, mein Gott, was seid ihr für welche? Ja, wenn wir schon mal da sind, machen wir doch Folgendes. Kaufen wir uns doch gleich mal die Garage hier. Wenn wir da nämlich schon mal vorbeifahren, dann können wir uns die ja schon mal kaufen. Genau. So. Dann bauen wir die auch gleich groß aus. Wenn wir da nämlich schon direkt vorbeifahren, dann kann man das machen. So, das ist die hier. Und aufrüsten. Gut. Na, komm, laden das in schneller. So, meine Garage. Und weiter geht's. Wir schauen, dass wir da rauskommen. Ich hoffe, wir müssen hier recht lang da hinten. Wir müssen recht weit vorfahren. Uiuiui. Na, geht's? Geht's. Jawohl, geht. Super. Mal schauen, wie viel Zeit haben wir? 25 Stunden, 12 brauchen wir noch. Also irgendwann pendeln müssen wir auch. Aber das machen wir jetzt hier. Bis da ein bisschen anders draus fahren. Nee, also ich finde das, unter aller Sau. Also ich sehe da unter... quasi unter den... Ups. Ui. Unter den rechten... Nee. Keine Glaubwürdigkeit. Das nächste ist ja... alle schreien, Merkel muss weg. Also in Facebook und so weiter. Aber wenn Merkel doch so schlecht ist, warum sitzt dann ihr nicht da oben? Warum schreit ihr nur, anstatt dass ihr eine eigene Partei aufmacht? Und dann schauen wir mal, wie weit ihr kommt. Seid doch mal mutig und schreit nicht immer. Wenn die Merkel nicht wäre, hätten wir mit Russland schon längst einen Krieg. Merkel und Holland haben uns den Arsch gerettet, Leute. Mit der Ukraine. Ohne Scheiß. Denn die ganze Welt hat Russland mit dem Rücken an die Wand gestellt. Und der Putin hat wirklich Ruhe bewahrt. Das ist euch lieber ein Krieg? Ja Leute, hallo, mein Gott. Also, sorry, aber langsam aber sicher frage ich mich, ob das wirklich, ja, wirklich so von euch gedacht ist. Weil das, was ihr wollt, das ist eigentlich so. Ihr ruft da von wegen mit, hey ihr Polizisten, schön, ihr habt eine Dienstwaffe. Letztens so ein Ding lesen, so ein Bild mit, ja, ihr habt doch eine Dienstwaffe. Dann setzt es auch ein und wenn ihr es nicht könnt, weil ihr nämlich nicht morden wollt oder sonst irgendwas, dann gebt mir die Waffe, wir wissen dann schon, was wir damit tun. Hallo? Leute, seid ihr nicht ganz sauber? Ihr wisst schon, ab wann das ein Polizist schießen darf. Oder dann der Vergleich mit, hey, ja, Silvesternacht nur 20 Cops und dann bei der Demo von denen Rechten am 6. war das oder am 7. oder am 11. ja, ich weiß es nicht mehr, da waren dann 1700 Cops, ja, weil ich weiß, was die Rechten machen. Mit dem, da muss ich, das ist klar. Das wusste ich aber auch, dass die auf die Straße gehen, da konnte ich handeln. Bei dem, was am Silvester passiert ist, wusste ich es eben nicht. Natürlich ist das scheiße gelaufen, natürlich war die Kommunikation kacke. Natürlich muss es anders laufen.
Natürlich muss das so laufen, damit sowas nicht passiert. Das steht außer Frage. Aber manchmal muss man auch die Einsatzkräfte verstehen. Manchmal will man vielleicht nicht direkt gleich raus mit da kommt ihr hoch da. Raus mit der Meldung oder mit allen Infos, weil man vielleicht einen Mob vermeiden möchte. Darüber vielleicht mal schon mal nachgedacht. Natürlich rollen jetzt Köpfe, ist klar. Weil wir das so wollen. Weil wir wollen, dass Köpfe rollen. Es muss ja jemand verantwortlich gemacht werden dafür. Natürlich ist es kacke, was da passiert ist. Ich möchte auch nicht, dass sowas passiert. Ich möchte auch nicht, wenn ihr mir das vorstellt, so meine Frau wird da drin gewesen und, na boah, echt, also ich würde auch wahrscheinlich zum Rad drehen. Aber ich würde nicht zu solchen Hetzkampagnen aufrufen. Weil die Cops, die tun ihren Job. Und mehr als zu Genüge. Das Problem ist der Staat. Weil der Staat sagt, ja, wie viel, 2015 oder 16 war es, wo man, 16.000 Cops ausgestellt hat. Also Polizisten weniger hat, Beamte. Das fehlt natürlich jetzt. Und das fehlt viel. Wir haben fast 290.000 Polizisten haben wir, glaube ich, in Deutschland. Aber die Frage ist natürlich, wo wird denn das enden? Viele schreien, oh, uns geht so schlecht, uns geht schon schlecht. Und zum gleichen Atemzug schmeißt einen halben Döner oder ein halbes Wurstbrot in den Mülleimer. Wo geht's uns schlecht? Solange wir Deutschen 40% von dem, was wir am Tag Nahrung einkaufen, wegschmeißen, geht's uns gut. Da gibt es nämlich Länder, die können sich das nämlich nicht erlauben, Sachen wegzuschmeißen. Boah, das wird jetzt eine coole Strecke, so wie es ausschaut. Da gibt es Länder, die haben eine Handvoll Reis am Tag. Und die schmeißen bestimmt kein Körnchen davon weg. Und wir haben einfach, wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Wir haben genug. Und das ist nämlich das, wo wir uns auch mal an der eigenen Nase packen sollen, ob es uns wirklich ja so schlecht geht. Und dann, wenn ich mir mal anschaue, welche Leute da so dran stehen, welche Leute schreien, ich kenne ja auch welche, die schreien, ich kenne viele, die schreien gegen den Staat und die Merkel muss weg und weiß der Teufel irgendwas. Ich kenne sehr viele davon. Boah, da schleicht doch ganz schön hoch. Und wenn man dann schaut, was die machen, was haben die geleistet für den Staat? Nix. Hartz-IV-Empfänger. Haben am Nachmittag nichts anderes zu tun, wie RTL zu schauen. Gerade den Sender, der was die Leute verblödet. Sorry, Fernseh verblödet eben. Da kriegt man genau das auf den Tisch gesetzt, das was man eigentlich braucht. Und dann ist man ja schon mal beruhigt. Man hat ja alles, man hat Nachrichten, man hat Idioten vor sich und so weiter und so fort. Und natürlich Diskussionsrunden und dann taugt man das. Anstatt dass man sich mal die Zeit nimmt und wirklich mal andere Quellen auch aufsucht. Ups, ja, nee, oder? Du wärst doch wohl jetzt nicht. Eieiei. Ja, bei 35 Tonnen. Müssen wir da ein bisschen ausscheren hier. Eieiei. Wow. Das war schon böse jetzt. Aber wir sind drum. Haha. Ach, warum habe ich meine Beleuchtung nicht an? Alter. Ja, so ist es. Leider Gottes. Natürlich bin ich dafür, dass solche Leute, die was jetzt erwischt werden, die was da bei der sexuellen Belästigung oder bei der Vergewaltigung, die Räuberüberfälle gemacht haben und so weiter und so fort, sofort ausgewiesen werden. Die haben hier nichts zu suchen. Das ist klar. Deswegen bin ich aber noch lange kein Rechts. Sondern ganz einfach, ich bin dafür, dass man das Recht sich nimmt, weil... Was nützt mir der im Knast? Der kostet mir dann mehr Geld, wie wenn er Asylbewerber bleibt. Überlegt mal, was kriegt ein Asylbewerber und was kostet ein Tag Knastaufenthalt? So. Also, da kriegt er dann dreimal täglich Essen. Vielleicht machen sie es ja mit Absicht. Hat er mehr davon. Kann vielleicht auch einen Job in dem Knast dann machen. Und so weiter und so fort.
Ich bin dafür sofort raus. Die sind alleine die Vermutung. Es gibt, man sagt zwar, okay, die Unschuldsvermutung gilt hier nicht. Das ist eine Unschuld, also man ist erst dann quasi schuldig, wenn man dann schuldig gesprochen ist, wenn es bewiesen ist. Also komm. Die hoch da. Gut. So. So schaut's aus. Bin ich dafür. Gut. Der muss sofort raus. Gar nicht lang erst in Untersuchungshaft oder sonst irgendwas. Alleine die Vermutung, wenn Beweise da sind, vielleicht ein Schnellverfahren oder irgendwas, wird es leider nicht geben, weil es einfach zu viel sind. Also das heißt, man muss warten, bis die verurteilt sind. So. Dann kommt das ja, 3 Jahre war früher, jetzt ist es 1 Jahr mindestens Knast. Nee, wer Scheiße baut, soll gehen. Ganz einfach. So, da bin ich voll der Meinung. Und wenn es im Deutschen sowieso nicht passt, der soll auch gehen. Aber man darf jetzt nicht anfangen, alle Asylbewerber hier in den Sack zu stopfen. Und dann haben wir einen Knüppel drauf. Das geht nicht. Das steht uns nicht zu. Uns bestimmt nicht, uns Deutsche. Oder uns Christen. Wir waren ja nicht anders. Wir dürfen eins nicht vergessen, in die 70er, 80er Jahre oder, ja, 70er, 80er Jahre war das, glaube ich, wo die ganzen Türken und so weiter kommen sind, waren wir froh, dass wir die hatten. Sonst wären wir in unseren eigenen Müll erstickt. Und das ist so. Das ist einfach so, weil wir Deutschen uns für manche Arbeiten einfach zu schön sind. Jeder von uns kennt bestimmten Türken. Jeder von uns hat arbeitet irgendwo oder war in der Schule oder irgendwas und hat türkische Familien kennengelernt. Und hat gemerkt, dass Muslime nicht gleich Muslime sind. Es ist ja so, Christen sind nicht gleich Christen. Es gibt ja auch die weiß nicht, die was, sich selbst geißeln, bla bla bla. Hallo. Das ist das Nächste. Also wir Deutschen müssen gerade ruhig sein. Oder allgemein, die ganze Welt sollte ruhig sein. Genauso wie der Donald Trump da. Also der hat da einen Schuss auch nicht gehört. Also der ist ja wirklich der Letzte. Wenn der wirklich an die Macht kommt, ich hoffe es mal nicht, dann ist zapfenduster. Also hallo, was der sich einbildet? Lass den Muslime, die was ganz still und leise nur gegen ihn demonstriert hat, in seiner letzten Wahlkampf-Dingsbums da, lass da aus dem Raum entfernen mit der Frage, haben sie eine Bombe dabei? Na gut, die Muslime, die war dann ganz cool, die hat dann ihn gefragt, nein, und sie? Ja, hallo, was für eine Frechheit, was für eine Frechheit. Ich habe einen Lieblingsdönerladen hier. Voll nette Leute. Ich gehe oft in den Secondhand-Laden und schaue mal, was es für einen Computer und so weiter so gibt. Oder mein Typ, der was mir meinen Computer zusammenbaut, wenn ich jetzt in die Teile habe. Der ist, glaube ich, sogar irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob der Iraker oder Iraner ist. Eins von beiden ist er. Und voll cool, voll nett. Voll genial. Die ganze Familie eigentlich. Und es ist jetzt keiner, der was seine Familie dazu zwingt, Burka zu tragen und so. Weil seine Frau und so weiter ist ja oft im Laden. Da ist gar nichts. Natürlich gibt es welche, die legen das aus. Das gibt es aber bei uns Christen ja auch. Wir Christen, da gibt es welche, die interessieren sich nicht dafür. Bazi. Du bist kein Christ, gell, Bazi? Du bist ein Antichrist, gell, wenn man von Christen redet, gell? So, auf alle Fälle. Da ist es so, dass die voll cool sind. Man kann mit denen auch reden. Da wird nicht davon. Das ist. Manchmal sind die sogar freundlicher wie der eigene Deutsche. Der Nachbar zum Beispiel. So, wir müssen jetzt langsam einen Parkplatz ausfindig machen. Ich muss auf die Map gucken, ob da irgendwas kommt. Aber da oben. Gut, dann können wir da mal pennen. Das ist schon irgendwie eine coole Strecke hier. Weil wir müssen jetzt einmal pennen und dann tanken gleich. Ja, tanken müssen wir noch nicht, aber trotzdem.